Unter Tage wurde mir immer erzählt, Ja. war das Besondere der Zusammenhalt. War das Ja. über, also ne, auf der weißen Seite, jetzt auf der Kokerei Ja, auch auch. so, Wenn oder? ich jetzt zum Beispiel, ich bin über der Straße oder ein Mitkollege ist über der Straße gegangen, als Maschinist oder Angestellter, wie auch immer, und er hat irgendwo was gesehen, was nicht in Ordnung war. Ist er sofort da hingegangen, hat die Mitarbeiter Bescheid gesagt oder die Kollegen, hör mal, das und das habe ich gerade gesehen, da ist was nicht in Ordnung, geh mal gucken, wenn das in seinem Aufgabenbereich war. Das war, den ich auch lasse mal zusehen, wie der klarkommt, das war nicht der Fall. Das war aber speziell im Bergbau bedingt durch den Bruch der Gebirge, was ja darüber ist. Sobald anfängt zu knacken, dann mussten sie aufpassen. Nicht, dass aber Gesteine dazwischen den einzelnen Stempeln, damals war der Holzausbau, da war ja noch schlimmer wie nachher der Schreiterausbau mit dem Metall. Ne? Was würden Sie, also erstmal, wie haben Sie sich genannt? Auch wie unter Tage Kumpel oder war das Nein, Kollegen? Kollegen. Ja. Haben Sie sich auch privat getroffen mit dem? Hier und da gab es private Verhältnisse. Nicht immer, es war nicht die Regel. Als Kollegen hat man, wie ich nur als Maschinist tätig war, war der Kontakt zu den einzelnen Mitarbeitern größer, weil wir auch gleichzeitig noch ein bisschen Sport betrieben haben. Ja, das heißt, eine gewisse Anzahl an Mitarbeitern ist dann einmal in der Woche haben wir uns in der Sporthalle getroffen, haben ein bisschen Fußball gespielt oder sonst dergleichen oder am Platz nachher im Sommer auch. Ja. Schicht gegen die andere Schicht und so weiter, schwarz gegen weiß und so Quatsch alle. Aber habe alle durchgezogen. Nachher als Angestellter, da musste man ein bisschen vorsichtiger sein. Sie sind ja, waren ja weisungsberechtigt. Da mussten sie ein bisschen aufpassen. Manche nutzten das aus, weil man gute Kollegen waren früher. Und dann kriegte man verkehrte Informationen und hat man sich daran vertraut. Und dann war manchmal ein bisschen schwierig, wenn man auf der gleichen Anlage blieb. Ja, wenn man woanders hinkommt, war ja der Kontakt nicht da, war man ja etwas vorgestellt. Das heißt, man hatte den Kontakt nicht zu den Mitarbeitern, da war die Distanz ein bisschen größer. Aber hier war das so, dass die einzelnen Kollegen, die hier auf der Anlage auch vorher schon tätig waren und dann Steiger wurden, und die hatten kleine Probleme damit. Die mussten ein bisschen aufpassen. Aber sonst in der Regel. Also ich muss sagen, mir hat keiner irgendwie ein Messer im Rücken gestochen.